So, servus. Ich bin vor ein paar Minuten in Neuhaus am Schliersee losgegangen. Geht's gleich auf die Nagelspitz. Die hat 1555 Meter, liegt knapp unterhalb von der Jägerkamm. Die Tour beläuft sich auf 4,5 Kilometer auf ungefähr 740 Höhenmeter. Startrichtung oben an der Nagelspitz ist hauptsächlich West, aber auch nach Osten hin möglich. Auf geht's, kommt's mit! Wir haben mal 16.15 Uhr jetzt. Ich hoffe, dass ein bisschen Thermik gleich noch hochgeht durch den westlichen Startplatz. Angesagt war Nordwest. Wir haben es leicht Nordwind jetzt. Mal schauen, ob das gleich geht. Gegebenenfalls muss ich noch ein bisschen warten. Vom Flugplan her habe ich jetzt nichts Großes geplant. Wenn es geht, will ich bis zur Brecherspitz rüber und dann bis zum Schliersee und zurück. Aber schauen wir mal. Auf geht's, hauen wir uns raus. Also ich konnte jetzt ganz gut aufdrehen. Ja, bis knapp 1900 nur. Mal schauen, ob die Höhe jetzt reicht. Bin jetzt gerade auf dem Weg rüber zur Brecherspitz. Ja, ging echt super. Also bin mit ganz leichtem Rückenwind gestartet, beziehungsweise den Schirm aufgezogen. Aber es ging dann echt super. Sobald der Schirm oben war, kam direkt Thermik von vorne, beziehungsweise habe ich es vorher ein bisschen gewartet, bis ich es ein bisschen gespürt habe von vorne. Und so ging das wirklich einwandfrei. Was ich mich ein bisschen gewundert habe, ist wirklich der Ostwind. Also der war eigentlich nicht angesagt, weil er kam eigentlich genau von hinten. Und jetzt hier oben, na, jetzt haben wir ja, Nord im Endeffekt. 10er Nordwind jetzt. Ja, schauen wir, dass ich bis zur Brecherspitze rüberkomme. Thank you.
Also ging super, bin bis zur Brecherspitze rübergekommen, wie man gesehen hat. Bis zum Schliersee vor, liege zurück zum Landeplatz gelandet. War wirklich ein Traum. Also für die Vorhersage heute war, besser hätte es nicht sein können.